lieber und schön, dass ihr am Start seid. Mit mir um 8.15 Uhr ist, glaube ich, wir machen Pizzatest. Influencer, Vergleich, Sturmwaffel gegen Teichners. Beides große Influencer, Sturmwaffel sogar über 1 Million Abonnenten auf YouTube. Teichners ist, tut mir leid, wenn ich das jetzt falsch sage, aber meinem Befinden nach Pizza-Influencer, ganz viel Pizza-Content, alles rund um Pizza und jetzt auch eine Tiefkühlpizza rausgebracht. Die machen den direkten Vergleich und gehen direkt rein. So von der Verpackung aus, ich finde das immer auch schön zu sehen, wenn man die jetzt bekommt. Kann man beide nur bestellen, wenn mich nicht alles täuscht, sind die nicht in Supermärkten verfügbar, können Fake News sein, ich habe sie bestellt. Hier kann man 6 Stück nur bestellen, hier kann man glaube ich auch 2 oder 3 bestellen. Die haben verschiedene Sorten, wir nehmen jetzt einfach eine. Der Sturmwaffel, der hat nur eine Sorte. San Marzano, Tomaten, Büffelmozzarella, frischen Basilikum, Pizza Caprese. Wir gucken uns die mal von außen einmal an. Oder warte, die muss noch kurz in den Gefrierschrank, weil die muss man 10 Minuten auftauen, die nicht. Ich mache genau nach Packungsanleitung, genau wie es da steht. Also sehr unterschiedlich auch. Sturmwaffel 220 Grad, steht auch nichts von Rost oder nicht Rost. Teichners hat eine genaue Beschreibung, da 250 Grad. Wenn es geht Pizzastufe, ja, steht auch auf dem Rost unbedingt, nicht auf dem Blech. Weil das ist eigentlich bei allen Tiefkühlpizzen, so die ich jetzt getestet habe, das mache ich beide auf dem Rost. Das Ding mal auf, ey. Aber was steht denn hier überhaupt? Nur italienische Zutaten, gebacken in traditionellen Öfen, handgemacht mit Liebe. Innovative Schockfrostung. Innovativ, okay. Innovativ heißt für mich, die machen natürlich jetzt was besser als das, was andere machen. Sonst braucht man keine Innovation. Oder man macht was natürlich ganz neu, so was es noch nicht gibt. Aber in dem Fall gehen wir davon aus, ist es besser als bei anderen Herstellern. Ich kann es nur noch mal sagen, ich habe einen perfekten Vergleich. Das Video kommt jetzt übernächste Woche, sämtliche Pizzen getestet. So. Und jetzt haben wir hier den Vergleich. Konnte ich leider jetzt nicht voraus, sondern das andere Video, das hier stand jetzt voran. Also was erstmal auffällt zu, sag ich mal, den gängigen Pizzaherstellern oder gängigen Marken. Es sieht mir nach mehr Käse aus. Es sieht mir nach Mozzarella aus. Fior di Latte sogar. Ordentlich E-Nummern, das haben wir zum Beispiel recht wenig sogar. Auch bei den gängigen Herstellern, ich dachte auch, ich hau mir das rein, scheiße Chemiebombe. Geht eigentlich, teilweise sogar gar nicht. Hier ordentlich mit E-Nummern gearbeitet, liegt aber wahrscheinlich in der Salami. Schweinefleisch, ja. Ich muss eines zurücknehmen, ich habe nie mit Salami getestet. Also die Varianten haben eigentlich immer diese E-Nummern drin. Deshalb in der Hinsicht doch nicht schlechter, ja. Habe ich nicht richtig nachgedacht. Ist bis auf die Salami clean, weil das mit den Fleischerzeugnissen immer so bei den Pizzen. Die, die ich getestet habe zumindest, außer die Bio-Varianten. Man sieht hier die schöne Blase, also das ist nicht schlecht. Ob die wohl gleich noch aufgeht im Ofen? Kommt rein, also es steht nichts von Auftauen in der Packungsbeilage und wir wollen jetzt nicht spekulativ da irgendwas machen, was uns das Ergebnis versorgt. Wir machen es genauso, wie es gehört. Geben das Ding rein, na. Let's fetz. Von unten auch mal ganz interessant. Sehr unterschiedlich, ne? Guck mal, hier auch lange nicht so dunkel wie hier vorgebacken. Ganz andere Herangehensweise. Büffelmozzarella von der Käserei Paolella. In Brandenburg, hochwertige San Marzano-Tomaten, machen die Teichners Bufalino zu einer echten Versuchung für Pizzaliebhaber. Nach italienischer Art, geriebenen Hartkäse. Guck mal, das ist auch schon wieder ganz anders, ne? Geriebener Hartkäse drin. Lese ich hier nichts drin beim Sturmwaffel. Doch, Parmigiano Reggiano. Auch drin, ja. Schauen wir mal, ey. Ich liebe diese Tests, Mann. Ich liebe diese Tests hart. Ich habe noch geile Sachen, ich darf es gar nicht verraten, ey. Sagt mir auch gerne immer in den Kommentaren mehr davon, weniger davon. Also, ich könnte wetten, ihr feiert das alle hart. So, während ich jetzt hier die Pizza esse, packe ich die andere schon aus. Die muss nämlich 10 Minuten antauen. Im Gegensatz zu der von Sturmwasser. Die riecht sehr gut, muss ich sagen. Ich habe bei der anderen nicht drauf geachtet. Ich mache jetzt den Geruchsvergleich. Egal, ob es jetzt Sinn macht oder nicht, ich mache ihn, weil ich habe noch eine Pizza da, die haue ich danach dann rein. Gleich kommt Frauchen nämlich, dann muss sie auch noch testen. Hier riecht ganz besonders gut nach Tomaten, die vom Teichner. Muss man sagen, ey. Hätte mir jemand vorher gesagt, dass ich auch einen Geruchstest mache, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Die riecht echt prickelnd. Hier kommt mir die Salami durch, zu erwarten. Ich glaube, die ist gut. 9 Minuten habe ich draus gemacht, Jo. Hallo, hallo, hallo. Ich habe immer Paranoia, dass mein Mikro aus ist, ey. Da muss ich immer noch mal einen Test machen. Oh, die Blase, die wir vorhin gesehen haben, vielleicht können Sie noch mal einblenden. Sieht sexy aus. Hat sich zwar nicht mehr aufgebläht, aber sie ist vorhanden. Die machen wir schon mal für die Teichner-Pizza auf 2,50. So soll die nämlich. So, und jetzt.
Preis gerade gar nicht mehr im Kopf. Ich muss einblenden. Das müsst ihr wieder ins Verhältnis setzen. Ich weiß es leider nicht mehr. Aber wenn man es rein optisch sieht, die ist schon weit vorne. Was heißt weit vorne? Das nicht weit oben mit dabei. Wir haben hier nämlich einen Pizzaschneider. Den finde ich immer gar nicht. Nochmal um die Struktur im Rand zu sehen. Machst zwar jetzt wie bei so einer hochwertigen italienischen Top 50 der Welt Pizzen. Wahrscheinlich ist hier völlig sinnlos, aber ich will mal nicht die Randstruktur hier zerstören. Ich will mir die Randstruktur auch mal mit euch ganz genau angucken. Na geht, ey. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Dann kann man da mal reinlinsen. Ach, auf der anderen Seite war genauso. Ich bin so dumm. Die sah ja vorn, als wir sie roh betrachtet haben, noch gefroren, viel dunkler aus, auch vom unteren Rand, auch vom Boden meine ich. Die Salami da drauf nimmt den ganzen Raum ein. Erstmal von der Grundwürzung, ganzer Geschmack, ganzer Mund, voll mit der Würzung dieser Salami. Und dann geht's in die leichte Chili-Richtung, Paprika-Richtung rein. Jetzt schmeckst du das Schwein, typischer Schweinesalami-Geschmack. Aber im guten Bereich noch, hört manchmal auch unangenehm, finde ich. Das ist es nicht. Boden auch sehr wichtig. Wenn man die verschiedenen Pizzen vergleicht, TK-Bereich. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe sie alle getestet gerade, aber so schon sehr, sehr viele. Und manchmal ist der Boden, kriegen sie es hin, dass der so weicher ist, richtig, wie es hin und wieder mal im Restaurant ist. Pizza ist ja nicht immer komplett kross von unten und steht wie eine Eins und ist knusprig von unten, sondern manchmal auch so ein bisschen weicher. Was nicht heißt, dass es besser ist, ne? Nicht falsch verstehen, aber durch dieses Feeling, was bei diesen TK-Pizzen eher selten ist, weil da ist es eher ganz kross, eher so wie ein Cracker gefühlt. Und ein, zwei kriegen es hin und unter anderem auch die, dass der Boden, also er ist knusprig, nicht falsch verstehen, aber er biegt sich so durch, dass man so ein bisschen das Gefühl von einer frischen Pizza tatsächlich hat. Rand ebenfalls anders als bei diesen normalen Pizzen. Das Schöne ist, in diesem Bereich, das kann wirklich jeder von euch testen. Genauso wie bei der Hänzler-Pizza, die ich letztens getestet habe. Jeder kann sie nehmen. Ich habe gesagt, sie ist mega geil. Überzeugt euch selber. Hier muss man sagen, der Rand ist auch einfach besser als bei normalen Pizzen. Ist einfach so. Ist fluffiger, geht so ein bisschen in die Brötchenrichtung. So aufgebackenes Brötchen, aber auch doch schon ein bisschen anders. Dass man dieses Pizza-Feeling noch hat, man kann euch das so ein bisschen so vorstellen. Diese Blase war auch wirklich nicht schlecht gerade. Das ist das, was ich meine. Dieses leichte Hängen. Das hat in dem Fall echt so ein bisschen Restaurant-Vibes. Bei manchen Pizzen im Restaurant. Wir gehen rüber zur Teichner-Pizza. 10 Minuten ist die aufgetaut. Also von allen Pizzen, und ich habe auch die Hochkaräter, also die teuren Pizzen, halt getestet. Hat die auch nochmal ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Von der Optik allein im Ofen, ihr seht das gleich. Halt die Mozzarella in der Mitte. Dann so kleine Käsestückchen überall verteilt. Also mein erster Gedanke, ohne da jetzt genau drüber nachzudenken, so ein bisschen Selfmade-Charakter. Von frischer Tomatensauce irgendwie auf einer Pizza. Guck mal gleich, ich muss die auch jetzt 2 Minuten verlängern. Stand auch nochmal drauf. Lieber etwas zu lange als zu kurz. Aber davon mal abgesehen, ich hätte sie jetzt sowieso noch ein bisschen länger gelassen. Rein von der Optik, aber generell vom Teig, sag ich euch, wie es ist. Ihr werdet es gleich auch sehen. Sieht sie schwächer aus. So in dem Wesse. Nicht, dass sie zu hart wird. Jetzt können wir auch zwischendrin den Vergleich mal einblenden. Also vom Duft nach wie vor unübertroffen. Von stückiger Tomatensauce irgendwie, nicht so fein püriert. Also halten wir mal fest, vom Geruch und vom Innenleben sehr besonders. Geruch unübertroffen ist ja bei meinen TK-Pizzen. Und Innenleben optisch verspricht sehr, sehr viel. Außen, der Rand, finde ich, ist weniger vielversprechend von der Optik. Randanalyse und auch Vergleich mit drüben. Käse zieht schöne Fäden. Etwas einfacher vom Teig. Ich glaube, drüben hatten wir noch ein bisschen feinporiger, ein paar mehr Kammern. Hier ist einfach ein Loch. Steht wie eine Eins auch. Trau mich beinahe nicht. Unerwartet sehr
knuspriger, auch dicker ran von unten. Wie oft in Pizza-Videos, natürlich ist es unrealistisch, dass wir es bei einer TK-Pizza haben, habe ich auch gesagt, nee, auch bei TK-Pizzen meine ich, wie Papier, der Boden ganz dünn knusprig, dann kommt eine weiche Schicht oder so. Hier ist relativ dicke, harte Unterschicht. Wahrscheinlich der beste Käse, den ich bisher auf einer Tiefkühlpizza hatte. Kein Mist. Schöne Milchigkeit, teilweise in Restaurants nicht so guten Käse gehabt. Meistens nicht sogar. Geile Röstung, aber erst geschockt, sage ich euch ehrlich, vom Boden. Sage ich gleich noch was zu. Dann wirklich kranke Milchigkeit. Schöne Röstaromen hier drin gehabt. Also so einen Röstmoment hatte ich eben bei der Sturmi-Waffel nicht, obwohl es optisch nach viel mehr Röstung aussah. Ich wollte eigentlich ein Geheimnis gerade draus machen, aber ich scheiß drauf. Also das mit dem Boden ist nicht so fresh. Ist immer optisch ein bisschen schwer für euch jetzt zu bewerten. Die eine hängt durch. Du kommst nicht an das Ergebnis von der frischen Pizza. Das ist einfach so. Aber was ist das geilere Feeling gewesen? Das hier ist schon sehr TK und ja, normal, gewöhnlich. Dicker Boden, irgendwie Cracker-mäßig, hart. Rand auch von der Struktur, vom Biss, von der Klasse einfach. Im Bereich Tiefkühlpizza ist die hier schlechter als die vom Sturmwaffel, muss man sagen. Wobei es immer noch gut ist. Dafür hat diese aber echt geile Trumpfmomente auch. Geile Trumpfmomente mit der Röstung eben, mit dem Käse. Auch den Vergleich mal zu der anderen vielleicht. Also die erste Prognose von mir, nur von der Optik, bestätigt sich. Innenleben von der Pizza, also Belag, sehr, sehr klasse. Basilikum geil. Aber Boden, muss ich einfach sagen, Bock nicht so. Hätte ich mehr erwartet. Die eine Entscheidung schmerzt mich schon hart, aber mein Bauch sagt mir, dass folgendermaßen sein muss. Also erstmal, sag gern Bescheid, ich will noch ein Video dann machen, wenn das nächste TK-Video draußen ist und dann meine Top 5 im direkten Vergleich, weil man muss sagen, die muss man im direkten Vergleich sehen. Sonst ist es ganz schwer, das Video ist auch schon 2 Monate her, als ich das getestet habe und im Gegensatz zu Döner habe ich noch keine 200, 500, 1000 Tiefkühlpizzen gegessen. Da hast du irgendwann noch ein besseres Feeling. Sturmwaffel ist bei mir oben mit dabei, müsste ich aber auch direkt vergleichen. Könnte auch leicht schwächer oder leicht besser tatsächlich sein. 8,6 Punkte. Ich blende mal das Rank ein, ohne zu zeigen, wer an welcher Position ist. Ich werde alles blurren oder wie das heißt. Nur, dass ihr seht so, wie das bei mir eingeordnet ist an meinem ganzen Test. Und die von Teichners, die werde ich auf 7,9 ranken. Es war geisteskrank, dieser Belag. Geisteskrank. Aber man darf dann nicht diesen Boden und so weiter vergessen. Der war nicht katastrophal oder so, nicht falsch verstehen. Aber wenn da eine 8 am Anfang steht, dann muss es für mich schon so Gesamtpaket sein, wisst ihr? Und ja, da hat es für mich einfach, da fühle ich mich nicht ganz wohl mit einer 8. Wenn ich auch damit rechne, dass ihr das testet, fühle ich mich mit einem 7, 9 wohler. Aber der Belag so geisteskrank. Deshalb bei mir ist davor noch eine Pizza, die ist ganz knapp drunter. Das war für mich wirklich ein enges Rennen, weil die eigentlich vom Teig besser ist. Aber würde ich mich jetzt entscheiden müssen zwischen den beiden, hätte ich die Teichners genommen. Puh, krass, ey. Das schmerzt mich, das Video wieder, ey. Kuss geht an alle raus. Lasst mir gerne den Daumen oben scheppern, wenn ihr sagt, das ist ein Format, was ich unbedingt öfter sehen will. Geh mehr rein in das TK-Format, denn hier einmal runter eure Chance. Lasst euren Kommentar da, vielleicht auch, wenn ihr die Pizzen getestet habt. Ja, und dann sage ich Kussi Kussi an alle, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.